Es ist Samstag, 8. März. Ich begrüße euch aus einer ein bisschen ungewöhnlichen Position, hier mitten in einem Dornengesträuch. Ich weiß nicht, ob ich da noch rauskomme, aber jedenfalls kann ich zumindest meine guten Wünsche für Sie und für diesen heutigen Tag von hier aus ausrichten. Es heißt in der Losung, Jesaja 37, Vers 16, Herr Zebaoth, du allein bist Gott über alle Königreiche auf Erden, du hast Himmel und Erde gemacht. Hat Gott denn auch diese Dornen und dieses Gesträuch erschaffen? Die Frage, ob Gott auch die mühsamen, die stacheligen, die schmerzhaften Dinge auf dieser Erde erschaffen hat, müssen wir mit Jein beantworten. Ganz sicher gibt es keine Schöpfung, die nicht auch durch ihn und von ihm lebt. Andererseits sind es auch unsere Entscheidungen, die die Natur mit sich in diese unschöne Welt hineingezogen haben, nämlich seit dem Sündenfall ist es so. Sie wehrt sich halt und sie ist für uns zu einem Teil hinderlich geworden. Auch den Königen auf unserer Erde geht es nicht anders. Sie haben auch mit Dornen jeder Art zu kämpfen. Sie müssen sich durchkämpfen, um ihre Throne aufzustellen. Es geht keinem König leicht, sein Ziel zu erreichen. Und hat er dann auch einmal seinen Thron aufgestellt, so beginnt der Wettlauf mit der Zeit, denn auch die Dornen, sie wachsen nach. Unerbittlich. Die Mächtigen dieser Welt, die Einflussreichen, sie haben es geschafft, sich inmitten unseres irdischen Gestrüpps doch einen freien Platz zu erarbeiten, um dort einen Thron hinzustellen, ein Stück Autorität auszuüben und sich vielleicht auch ein bisschen zur Ruhe zu setzen. Wobei die Ruhe auch vergänglich ist, denn alle Reiche dieser Welt sind früher oder später wieder von Dornen überwuchert worden, sei es das Reich von Napoleon, Hitler oder das der Inkas. Wer es auch immer war, Herodes, es spielt keine Rolle. Die Dornen haben stets gesiegt. Und fragen wir uns, weshalb schon viele Könige schlussendlich leere Throne zurückgelassen haben, überwuchert von den Dornen der Zeit, sei es ein Napoleon, sei es auch ein Herodes zur Zeit von Jesus. So ist eines klar. Sie selber wollten diese Dornen nicht anrühren. Das gemeine Volk hatte damit wohl zu tun, musste sich damit rumschlagen. Sie selber konnten sich die Hände reinhalten. Niemand wollte diese Dornen tragen oder ertragen oder wollte dieses Gestrüpp auf sich nehmen. Nur einer hat etwas anderes getan. Nur ein König gibt es, der mit den Dornen wirklich fertig geworden ist, der sie angepackt hat, der ihnen nicht ausgewichen ist und sie nicht dem Volk überlassen hat. Es ist Jesus Christus. Mein Großvater hat aus dem Heiligen Land eine Krone vom Christusdorn nach Hause gebracht. Und wenn wir als Kinder dort waren, in den Ferien zum Beispiel, haben wir ihn immer wieder nach dieser Krone gefragt. Ich kann mich noch sehr gut erinnern. Sie hatte so lange Dornen. Und es war mir immer ein Schauer über den Rücken gegangen, als er mir erklärte, Jesus habe eine solche Krone getragen. Wir lesen nun im neutestamentlichen Losungstext aus dem Römerbrief 11. Kapitel, Vers 36. Von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge, ihm sei Ehre in Ewigkeit. Und jetzt können wir vielleicht verstehen, was sich Gott schon damals gedacht hat, als außerhalb des Paradieses die ersten Dornen gewachsen sind. Dieser Sohn, der einst kommen wird und den Menschen unter die Arme greifen wird, der nicht ein Wohltäter sein will der Menschheit, und sich auf Teppiche und schöne Stühle setzen, dieser Sohn, der wird die Dornen der Menschheit auf sich nehmen, er wird sie tragen und er wird sein Königtum inmitten der Armen, der Geplagten errichten und ihnen die Dornen abnehmen. Was für ein Gott, was für ein König. Und wir verstehen, weshalb ihm
alle Ehre ist. Schauen wir vorwärts auf Karfreitag und Ostern. Wir werden besser verstehen, worum es sich hier handelt, welchen König wir anbeten. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.